dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, hochverehrtes Bildungsbürgerpublikum, willkommen beim Gleichsatzkanal und der Folge 63 der munteren Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es folgt die Nummer 300, das heißt die 300. Nummer von 350, also ist schon mal zur Sprache gekommen. Es handelt sich um die 6. Siebtel, die wir hiermit erreicht haben, also kurz vor knapp geht das Ganze. Meine Schätzung, 70 Folgen dürften sich so ungefähr bewahrheiten. Und damit das nicht noch mehr werden, komme ich gleich zur Sache. Ein namenloser Beiträger hat hier diese zwei Sätze hinterlassen, die uns nachdenklich stimmen sollen, zum Nachdenken anregen möglicherweise. Es heißt da, die Welt ist ohne Sprache. Sprachlos würde auch, wäre sie verstünde. Also das heißt, das Erste ist etwas missverständlich, denn zur Welt gehören eigentlich auch Menschen und die sind mit Sprache. Aber es ist hier ja etwas anderes gemeint. Die Welt ist die Natur, die Natur, die es angeblich, die auch angeblich ohne Menschen existiert, genauso wie sie mit Menschen existiert, also nicht abhängig ist von irgendeinem subjektiven Bewusstsein. Und diese Welt ist ohne Sprache. In der Tat, wenn man die Menschen wegrechnet und die Tiersprache nicht als Sprache zählt, dann ist diese Welt ohne Sprache. In dem Sinne, dass diese Welt auch, was noch entscheidender ist, diese Welt ist auch ohne Zentimeter und Kilogramm und Zahlen. Das ist etwas aus dem Fundus des Menschenverstandes, solche repräsentativen Zeichen und Symbole zu gebrauchen, anstatt des eigentlichen Gegenstandes bloß ein Zeichen oder ein Wort, macht das Ganze handlicher, praktischer, nützlicher, womit auch die Funktion der Sprache beschrieben wäre, sein praktischer. Aber wie hier schon festgestellt, an sich in der Welt nicht vorhanden, sondern ein Abstraktionsmoment, der durch den menschlichen Geist in die Welt kommt. Und jetzt der zweite Teil, der zweite Satz dieses Zweisetzers: Sprachlos würde auch, wer sie verstünde. Das ist jetzt, kann man in die Rubrik Mystizismus bzw. Mystik einordnen, dass ein Verstand, dass es einen Verstand gibt ohne Sprache, ein Bewusstsein ohne Sprache, das meditativer Art möglicherweise. Das ist die Theorie, wie sich jetzt Religionen begründen, dass da eine Welt existiert jenseits des menschlichen Verstehens, die aber deswegen nicht null und nichtig ist, sondern möglicherweise diejenige Macht darstellt, die über alles bestimmt. Immer schon alle möglichen Götter gegeben, Naturgötter. Die Sonne war ein Gott, solche Macht, die die Macht hat, über alles zu herrschen und zu regieren. Aber hier ist eben
die Behauptung, dass man sprachlos mehr versteht als jetzt mit Sprache, ist so in dieser Verallgemeinerung sicher nicht zutreffend, also würde ich bestreiten, aber es gibt sicher auch Situationen, in denen jetzt sprachlich einiges ausgereizt ist. Oder wie der Vorgänger hier der von der Nummer 392, die Zen-Meister, die setzen da ja auch große Dinge auf das Schweigen oder auf die nichtsprachliche anscheinend Kommunikation, so dass der Verstand muss alle diese Grenzen, seine eigenen und auch die der Sprache überwinden, um dann zu so etwas wie Erleuchtung zu gelangen. Und auch hier sprachlos würde auch, wer sie verstünde. Das ist dann alles jenseits irgendwelcher Überprüfbarkeit. Da kommen dann Leute und haben sich mit Gott vereinigt und dergleichen. Überhaupt dieses Vereinheitlichen, da ist mit allem eins. Ich war eins mit der Welt und mit Gott, so die sogenannte kümische Hochzeit, das über die Übereinkunft, die Übereinstimmung der Gegensätze, das ist jetzt Anschauungssache, da ja es sowieso nichts anderes gibt als die jeweils eigenen Auffassungen. Zählt hier diese Geschichte auch mit dazu, inwieweit diese Leute dann noch einem rationalen Argument zugänglich sind. Das ist die andere Frage. Nicht selten glauben derartige Autoritäten auch in jedem Fall über dem Verstand irgendwelcher Normalos, sage ich mal, auf jeden Fall. Aber jetzt in meinem Fall ja und nein. Der eine oder die eine vielleicht schon, die andere oder der andere vielleicht nicht. Das käme jetzt auf die besondere Situation an, die im Augenblick nur als Vorstellung existiert. Also auch jede weitere Spekulation müßig. Und auch die 300 wäre hiermit erledigt. Wir bleiben in dieser Richtung, auf diesem Gebiet der Mystik, anscheinend jetzt einigermaßen neutral beschrieben, die ganze Sache. Würde man das Sein erkennen können, so würde man die Erkenntnis nicht mitteilen können. Also das Sein ist ohnehin nur eine Vorstellung wie alle möglichen Vorstellungen. Und da es keine Realität in dem Sinne sowieso nicht gibt, erübrigt sich auch die Mitteilung darüber. Also Wittgenstein, worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen. So ungefähr. Also die Mitteilung ist sowieso nur in Bezug auf irgendeinen Nutzen oder Zweck, Absicht, Interesse, sinnvoll, ansonsten müßig. Gibt es vielleicht ästhetische Gesichtspunkte, so eine schöne Mitteilung? Ach, wie poetisch. Aber es kommt immer darauf an, wie dass eine Absicht mitgeteilt wird, ein Wollen. Ein Sein mitteilen zu wollen, ist entweder Dummheit oder geschieht in manipulativer Absicht. Und schon geht's weiter. Was durch die Sprache zu erlangen ist, ist nicht die höchste Wahrheit. Das ist jetzt jedem, der hier diese 30 Stunden Nominalismus, Sprachkritik, Abstraktionen hinter sich hat, keine große Sache hier.
in eine Wahrheit, eine objektive Wahrheit und schon gar nicht eine höchste Wahrheit ist ohnehin nicht zu erlangen. Also auch ohne Sprache nicht, da bewegen wir uns dann wieder im Bereich 300. Mystik kann jemand behaupten und muss mich nicht überzeugen, ist jedes einzelnen Sache, wie weit man da hier in seiner Religion dann zur Glückseligkeit gelangt oder auch nicht, wie auch immer, ist mir dann an diesem Punkt egal. Mir kommt es eher auf die Widersprüchlichkeit an, ob jetzt, ich muss jetzt auch nicht an allem und jeden irgendetwas kritisieren. So wäre dann auch keine zukünftige Gesellschaft vorstellbar. Man muss das auch mal gut sein lassen, aber wenn jetzt jemand wirklich interessiert ist, auf ein höheres geistiges Niveau zu kommen und nicht da in irgendwelchen mystischen und emotionalen, das ist ja dann immer schwärmerisch und enthusiastisch für meine Begriffe zu versacken, dann gesetzt den Fall, so jemand hat dann auch die Gelegenheit, mit jemandem in Kontakt zu kommen oder auf jemanden zu treffen, der wirklich auch qualifiziert ist, da entsprechende Kommentare oder Bemerkungen zu machen. Ja, was zur Sprache zu erlangen ist, das ist bestenfalls sein Interesse zu befriedigen, seine Wünsche zu erfüllen, seine Absicht, sein Ziel zu erreichen. Das hat mit Wahrheiten überhaupt nichts zu tun. Es geht nicht um Wahrheit, sondern es geht um die Legitimation von Interessen. Das ist das Höchste, was es überhaupt zu klären gibt, inwieweit, wie sich die verschiedenen Werte in einer Rangordnung der Wertvorstellungen und dann dementsprechend in irgendwelchen Vorschriften, Normen, Gesetzen, Regeln dann niederschreiben lassen oder festhalten lassen, um Kriterien zur Ordnung des Gemeinschaftslebens zu bewerkstelligen. Die nächste Nummer 303. Der Wort, aber glaube ich, ist nicht nur ein Zeichen von Verdummung. Hier gibt es anscheinend einen Autor, der aber nicht aufgeführt ist. Das ist jetzt auch etwas, hier ist das Anführungszeichen und hier nicht, kommt auch nicht von vorher. Doch, hier oben ist das Zitat und dann vielleicht übersehen worden. Ja, tut mir leid, Herrschaften, da müssen wir jetzt wohl oder übel ohne Autor auskommen. Wir werden es überleben. Also der Wort, aber glaube ich, ist nicht nur ein Zeichen von Verdummung, sondern auch ein Mittel zur Unterdrückung. Die jeweils herrschenden Mächte stützen sich auf Kräfte, die, wenn alles gesagt und getan ist, nur in Worten existieren. Gnade Gottes, Wille der Nation und so weiter. Also hiermit sind die höchsten Autoritäten, ehemals höchsten Autoritäten, könnte man jetzt in Bezug auf die Gnade Gottes sagen, aber dann der Wille der Nation ganz eindeutig im Begriff der Staatsräson, Terroristen kidnappen, irgendjemanden, Otto, Willi, Schleier, Martin Schleier. Und da sich der Staat nicht erpressen lassen darf, kann, springen müssen dann notgedrungen, dann einzelne springen dann über die Klinge, etwas salopp ausgedrückt. Also letztlich, wenn alles gesagt und getan ist, und das gilt dann auch
dieser Geist Gottes oder der Geist der Nation, der schwebt auch über allen Universitäten, auch über allen Fabriken, wenn alles gesagt und getan ist. Da wird zwar, kann zwar zwischendrin viel rumort werden, aber an diesen letzten Autoritäten, die für einen Zusammenhalt der Masse der Menschen sorgen und wodurch dann immer eine Macht gewährleistet ist, die unter Umständen dann jeden Widerstand, wie heißt es so schön, im Keim ersticken kann oder gegen jeden Widerstand gefeit ist. Das kann sich jetzt auch in der Ökonomie darstellen, wenn es jetzt war vor einigen Jahren die Griechenland-Saga, Staaten überschuldet und das ganze Bankensystem droht zusammenzubrechen. Jetzt immer noch Nullzinspolitik. Kannst du sparen, was du willst, du kriegst keine Zinsen, musst sogar Minuszinsen zahlen dafür, dass dein Geld auf den Banken liegt, verlangen die Banken dann Liegegebühr wie in irgendeinem Hafen. Und da treten dann Bundeskanzlerin, Finanzminister, 5.10., keine Ahnung welches Jahr, 2000, später 2005, vor die Kamera, die Sparguthaben der Normalverbraucher sind gesichert, um den Glauben an das System aufrechtzuerhalten, nicht, dass jeder dann jetzt auf die Bank rennt und der große Bankrun einsetzt und dann ist wie Fulfilling Prophecy, tritt dann tatsächlich ein, was man befürchtet hat, dass das System dann tatsächlich zusammenbricht. Und diese Gnade Gottes, Wille der Nation, das sind alles Abstraktionen. Aber nicht nur diese, sondern auch andere Abstraktionen, die sehr ziemliches Gewicht haben jetzt in so Leistungsgesellschaft spricht man. Die Leistung, das ist etwas, das ohne Leistung, das geht gar nicht. So ungefähr. Pflicht ist auch noch Verantwortungsgefühl oder wenn sich jemand seiner Verantwortung entzieht, ganz schlimm. Oder der Liebesbegriff genauso, ein Mensch, der ohne Liebe, der keine Liebe kennt, oh, völliges No-Go. Es ist eigentlich keine dieser Kategorien und auf gleichsatz.de stehen sie alle in der Nummer Pi2 zur Verfügung. Sämtliche Kategorien und deren verschiedenartige Auslegung zeigt deutlich, wie fraglich letztlich die ganze Geschichte ist. An die 150 Begriffe sind da eine Sammlung an Definitionen, Zitaten zur jeweiligen Kategorie, von der ich die Kategorie Objektivität und Zweifel schon ausführlich hier auf dem Gleichsatzkanal besprochen habe. Und jetzt kurzer Blick auf die Uhr, 8 Minuten bleiben mir noch. Komme wieder zurück zu meinen Nummern. Ein Zitat aus einem sehr viel gelesenen Roman von James R. Michener, Die Kinder von Torremolinos, eine in Spanien am Meer. Ich bin jetzt überfragt, wo genau, eine ehemalige Hippe-Enklave, ein Roman. Typische Urlaubslektüre, also Urlaub in Torremolinos machen und sich diesen Roman mitnehmen am Swimmingpool oder am Strand, dann die eine oder andere Passage lesen. Also hier heißt es, wer das Wort zerstört, kann auch das System zerstören. Dieses Zitat erinnert mich an
Gustav Landauer, der, ich weiß nicht in welcher Folge, ist schon einiges her, so 10 Folgen, Folge 50, so schätze ich mal. Da heißt es so ungefähr, dass revolutionär ist die Zerstörung aller dieser überindividuellen Formationen. Und wer die zerstört, der kann auch das System zerstören. Also gerade diese Demokratie zum Beispiel, der Demokratiebegriff, das ist ganz schlimm, wenn man daran Kritik übt, ist man gleich ein Feind der demokratischen Grundordnung. Und deswegen werden die Feinde der Demokratie auch vom Verfassungsschutz beäugt, damit da nichts Schlimmeres passiert, dass sich die nicht organisieren und möglicherweise es zu gewissen Minderheiten, Mehrheiten bringen, die dann Aufsehen erregen. Aber es gibt auch noch andere Begriffe, die zu kritisieren sehr schnell dann auf Ablehnung stößt oder auf Unverständnis, wie man überhaupt. Da werden dann alle Register gezogen der Manipulation, wie man mit solchen Meinungen dann fertig wird. Je nachdem, wie intelligent jetzt solche Angriffe sind, aber auch die massenhafte Denunzierung irgendeines Arguments, dann wird man, letztlich läuft das alles so auf die Nummer hinaus, wie das in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts war. Da ist jede Kritik am System, da hat es gleich geheißen, ja, geht doch rüber in die DDR, dann werdet ihr schon sehen, was da alles los ist. Und damit war für diese Leute dann das Thema erledigt. Aber dieses System muss letztlich zerstört werden. Es ist nur die Frage, ob man das jetzt in welchen Schritten das vielleicht sowieso passiert. Und dann wird man dann hinterher sagen, ja, das war ja gar keine Zerstörung, das hat sich ja alles bloß so entwickelt. Aber im Grunde genommen ist die Art und Weise zu regieren im Verständnis des Verhältnisses von Individuum zum Allgemeinen sowieso schon unter aller Kanone, sage ich mal. Und dazu ist dann jetzt noch die Computerrevolution gekommen. Also mehr Chaos geht im Grunde genommen gar nicht. Und von Seiten der Regierungen gibt es kein Konzept jetzt, außer dem, die Wirtschaft muss das alles erst leisten und dann kann man mal überlegen, was da alles noch passieren kann. Es ist eigentlich kein Plan in der Pipeline, auch nicht einmal was die Analyse angeht. Es ist alles viel zu zerfasert, viel zu verzettelt. Es fehlt die Linie. Wenn Ansätze da sind in Richtung Wertvorstellungen und dann die Gesetzgebung zu interpretieren, dann ist es bestenfalls ein Idealismus, der mehr oder weniger in der Luft hängt und keinen Bezug zu den tatsächlichen Verhältnissen bzw. zur Ungebildetheit des Großteils der Bevölkerung. Da wird immer so getan, als hätte man es mit dem optimalen Bürger zu tun, der hier mit klug seine Wahl trifft und immer in Form einer Öffentlichkeit die Regierung kontrolliert, und die Journalisten sind da auch immer hinterher, diesen Leuten auf die Finger zu schauen. Das ist alles so viel zu idealistisch.
Aber nüchtern betrachtet schaut das alles ganz anders aus. Das ist nur Schönfärberei und es sind Generationen, die in dieser Blase an Suggestionen aufgewachsen sind und überhaupt keinen kritischen Gedanken mehr auf die Reihe kriegen. Deswegen geht das alles so seinen Gang. Und man reagiert im Grunde genommen auf das alles, was passiert, aber hat selbst keine Linie, außer eben Antisemitismus ist nicht erlaubt und Diskriminierung und alle diese Scherze. Probleme, die alle hinfällig wären, würde man tatsächlich die Systemfrage stellen, weil dann die Karten völlig neu gemischt sind und sich vieles erübrigen würde. Aber die Systemfrage stellen heißt auch die Machtfrage stellen. Und was die Macht angeht, da sind diese Leute immer schnell dabei, ihre Fälle zu sichern. Aber in einer nüchternen Analyse müsste man feststellen, dass die Masse der Menschen, was jetzt Abstraktionen und die Thematik, die dadurch in Konsequenz zu beachten ist, überhaupt keine Ahnung hat, sodass man sagen kann, jemand, der von Abstraktionen keine Ahnung hat, kann im Grunde genommen nicht denken. Solche Leute, die sind letztlich nur mehr oder weniger bauernschlau und Rosttäuscher, so auf die Art, und erreichen dann ihre Ziele. Aber mit Intelligenz hat das nichts zu tun. Das ist das Problem. Und da will niemand die Publikums in die Rolle des Publikumsbeschimpfers treten, schon gar nicht, wenn irgendwelche Wahlen anstehen. Aber meine Zeit ist um. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit dieses Mal, schön brav. Ein hochverehrtes Bildungspublikum, nicht ohne Ironie gesprochen. Man wird es im Tonfall hören. Diesen Tonfall, den hört man im geschriebenen Wort zum Beispiel nicht. Da ist auch schon wieder eine Unterscheidung, was die Sprache angeht. Aber das war's jetzt. Peace und out, euer Lokführer Hannibal.